Moin moin und herzlich willkommen bei Sandry. Schön, dass du da bist. Bevor ich mich dem heutigen Videothema widme, möchte ich noch ein bisschen Eigenwerbung betreiben, denn ich habe auch einen Instagram-Kanal, Sandry_German. Schaut doch einfach mal bei Lust und Laune vorbei. Ich poste dort immer, sobald ein neues YouTube-Video online geht. Ihr bleibt also immer auf dem Laufenden. Und ich nutze den Story-Modus auch für Umfragen, für ja Abstimmungen. Ihr könnt also zum Beispiel abstimmen, welches nächste YouTube-Video ihr euch wünscht, welches Thema und so weiter. Also man kann etwas besser interagieren, kommunizieren als hier bei YouTube. Deswegen schaut doch gerne mal vorbei. Den Kanal findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung. Ja, jetzt kommen wir zum heutigen Thema, Date Parfums. Vorab ein, zwei Worte, das sind natürlich nur meine Erfahrungen, das ist mein Eindruck, also es gibt keine Garantie dafür und was vielleicht bei mir gut ankommt, kommt bei euch vielleicht weniger gut an, aber ich habe das so ein bisschen untergeteilt oder aufgeteilt in drei Parfums, die meiner Meinung nach eine absolut sichere Bank sind. Und zwei Parfums, die auch super gut ankommen, die aber vielleicht etwas gewagter sind. Ne? Wir starten dann mit dem ersten Kandidaten. Und zwar ist das Reflection Man der Marke Amouage. Schaut euch diesen wundervollen Flakon an. Made in Oman. Man hört es an der Magnetkappe. Hier unten steht es auch nochmal drauf. Aber ich glaube, das seht ihr nicht, weil das durch das Licht ziemlich spiegelt. Ja, ganz schicker Flakon. Ja, ich werde gar nicht großartig auf die Duftnoten, Duftpyramiden eingehen, denn das würde den zeitlichen Rahmen sprengen, sondern ich erzähle mal ein, zwei Worte zu dem jeweiligen Parfum und ja, gehe dann einfach in separaten Videos nochmal ausführlicher auf das jeweilige Parfum ein. Ja, Reflection Man ist ein Release aus dem Jahre 2007. Es gibt es tatsächlich schon 15 Jahre. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Und ich habe in den letzten Tagen tatsächlich mal, da wusste ich noch gar nicht, welches YouTube-Thema ich abdrehe, habe ich öfter mal gelesen, dass Reflection Man ja gar nicht mehr funktioniert heutzutage. Und da bin ich absolut anderer Meinung. Also Reflection Man ist für mich eine absolut sichere Bank. Das ist ein Parfum, was nahezu immer gut ankommt. Ich kenne niemanden, der Reflection Man nicht mag. Ideal fürs Date, zum Essen gehen, selbst für einen Barbesuch oder einen Clubbesuch. Also Reflection Man kommt super gut an, ist meiner Meinung nach auch heute, 15 Jahre nach dem Release, immer noch eine absolut sichere Bank. So, der nächste Kandidat ist ein ganz, ganz wundervolles Parfum, nämlich Ombre Nuit von der Privé-Line von Dior, also von Christian Dior. Auch hier ganz kurz der Flakon. Hier oben haben wir C und D für Christian Dior. Auch hier eine Magnetkappe. Schlichtes Design. Die sind alle so aus der Privé-Line, aber ich mag das. Und hochwertiges Glas, also sieht ganz schick aus. Ja, Ombre Nuit ist ein amberlastiges Parfum. Arbeitet mit Zeder und Rose. Das macht es für mich sehr elegant. Und Ombre Nuit hat eine ganz wundervolle Duftaura. Also es kommt wirklich super gut an. Ihr werdet darauf angesprochen. Ihr werdet vor allem wahrgenommen, ganz positiv wahrgenommen. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Parfum. Und ich zeige euch im gleichen Atemzug 40 Knots der Firma Xerlof. Auch hier ganz kurz den Flakon, auch aus der Join the Club Collection. Wie immer, die Kappe, die sehr fest auf dem Flakon sitzt. Ganz tolles Design. Ja, warum zeige ich euch 40 Knots? Weil 40 Knots ähnlich zu Ombre Nuit riecht. Wir haben tatsächlich bei Ombre Nuit einen kleinen Nachteil, denn das ist die Haltbarkeit und die Sillage. Leider hält dieses wundervolle Parfum nicht ganz so lange. Zum Glück gibt es eben 40 Knots. Es riecht sehr, sehr ähnlich. Also ja, einige wollen ja mal wissen, zu wie viel Prozent. Ganz schwer zu sagen. Ich würde sagen, zu 80, 90%. Im 40 Knots ist keine Rose.
Dadurch ist es meiner Meinung nach nicht ganz so elegant wie das Ombre Noir, hat dafür aber salzige Noten und auch Honig. Also ich lese ganz oft, dass Forty Knots ja so frisch ist. Das empfinde ich absolut gar nicht, selbst durch diese salzige Note nicht. Denn ja, es ist eben Honig enthalten und ist meiner Meinung nach dadurch auch relativ süß. Ja, also Ombre Noir, bisschen eleganter durch die Rose, durch Zeder. Forty Knots, dafür etwas süßer, hat aber dafür dann eben eine viel, viel bessere Haltbarkeit. Also locker 3-4 Stunden länger als bei Ombre Noir. Die Sillage ist auch wesentlich intensiver. Also deswegen, probiert am besten beide mal aus. Wenn ihr das Elegante mögt, dann Ombre Noir. Und wenn ihr da nicht ganz so viel Wert auf eine super gute, starke Performance legt, dann eben Ombre Noir. Ansonsten, wie gesagt, Forty Knots, ganz, ganz tolles Parfum. Super Haltbarkeit und Sillage. Da gehe ich im nächsten Video nochmal etwas näher drauf ein. So, dann kommen wir zum nächsten Kandidaten. Auch eine absolut sichere Bank. Und zwar Myrrh and Tonka von Jo Malone. Auch hier kurz das Design. Es ist ein Cologne Intense. Das erkennt ihr bei Jo Malone an den schwarzen Flakons. Die normalen Parfums sind die Cologne-Variante und die haben dann einen durchsichtigen Glas, also einen hellen Glasflakon. So, Myrrh and Tonka, der Name sagt es, ist ein Tonka-Myrrhe-Parfum. Riecht unfassbar toll. Hier wird eben mit der Tonkabohne, mit Mandel gearbeitet, mit der Vanille. Also es ist ein ja süß-würziges Parfum. Auch hier eine ganz, ganz tolle Duftaura. Es kommt super gut an. Jo Malone oder dieses Parfum kostet tatsächlich auch nicht ganz so viel. Ich glaube, 100 ml liegen momentan so bei 120 bis 130 Euro, müsst ihr mal schauen. Also es ist erschwinglicher als die anderen beiden Kandidaten, die ich euch eben gezeigt hatte. Und hat auch wirklich eine gute Haltbarkeit und Sillage. Ideal fürs Date, beim Essen gehen. Habt ihr eine tolle Duftaura, es riecht ganz, ganz toll. Ihr werdet wahrgenommen, auch da bekommt ihr Komplimente. Also auch eine ganz tolle, also eine sichere Bank, ein ganz tolles Parfum. So, jetzt kommen wir zu einem Kandidaten, welcher vielleicht, wenn man es irgendwie so ausdrücken möchte, gewagter ist. Und zwar ist es Ganymede von Marc-Antoine Barrois, Gottes Willen, Entschuldigung. So, mich hat hier dieses Licht irritiert. Ihr seht es, ich darf es jetzt hier nicht mehr oder weniger direkt auf die Lampe halten, dann könnt ihr gar nichts erkennen. So, also Marc-Antoine Barrois, ihr seht hier den Flakon, auch schlicht, aber sehr schick. Tatsächlich aber nicht ganz so ein hochwertiges Glas, wie zum Beispiel bei dem Reflection Man oder bei Ombre Noir. So, Ganymede, speziell vor allem, weil hier mit einer Safranblüte gearbeitet wird. Safran ist eben eine Duftnote, die meiner Meinung nach ein Parfum sehr besonders macht. Auf mich wirkt Safran anziehend. Man bekommt definitiv Komplimente für dieses Parfum. Ich lese immer mal wieder, ja, es riecht nach indischem Essen, nach Currygericht, wie auch immer. Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwann damals hat irgendjemand mal angefangen, so eine Rezension dazu zu schreiben, dass es nach Curry riecht. Und irgendwelche Leute sind dann mit der Assoziation da rangegangen und denken jetzt, irgendwie es riecht nach Curry. Meiner Meinung nach nicht. Es ist ein ganz wundervolles Parfum. Es ist halt etwas spezieller als die drei anderen Kandidaten. Deswegen hatte ich eingangs gesagt, vielleicht ist es ein bisschen gewagter, aber es kommt trotzdem sehr, sehr gut an. Es ist holzig, würzig, wie gesagt, Safran ist hier Programm und vor allem Veilchen und Osmanthos. Und Osmanthos ist eine intensive Duftblüte, hat wirklich ein sehr intensives Blütenaroma. Und ja, deswegen, also es ist es gibt entweder das Lager Liebe oder es gibt so das Lager, oh Gott, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. So, ich bin Lager Liebe, ich finde das Parfum super toll.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich bekomme fast immer Komplimente, wenn ich dieses Parfum trage. Ihr seht, es fehlt nicht viel, weil es sehr, sehr intensiv und stark ist. Hat eine super gute Haltbarkeit und Sillage. Also 2, 3 Sprühe reichen locker aus. Ihr kommt durch den Tag und werdet wahrgenommen. Und wie gesagt, fürs Date etwas gewagter, aber im Prinzip ist es auch eine sichere Bank. So, der nächste Kandidat und auch der letzte dieses Videos ist von der Marke Roger Parfums, und zwar Enigma in der Parfum Cologne Variante. Ich zeige euch den Flakon. Ich finde es wundervoll. Hier oben haben wir die Unterschrift, den Zerstäuber. Hier das wundervolle, hochwertige Glas ist angeblich Handarbeit. Ecken sind abgerundet. Hier hinten steht es auch nochmal drauf. So, hier unten haben wir die Batch-Information. Also für mich wieder ein sehr, sehr tolles Design. Und ich komme definitiv in einem einzelnen Video nochmal auf dieses Parfum zu sprechen. So, Roger Parfums. Wie riecht Enigma? Enigma ist ein Cola Cherry Parfum. Ja, so riecht es tatsächlich. Es riecht nach so einer Cola Cherry, die man sich in ein Glas kippt, und dieses Aroma, welches beim Einkippen ja so in die Nase steigt, das bekommt man bei dem Enigma definitiv. Es ist ein ganz wundervolles Parfum, würzig, süß. Hier wird noch mit einer Cognac-Note gearbeitet, also es ist so schön boozy. Man hat also so eine leichte Alkoholnote dabei. Vanille, Tabak ist auch noch enthalten. Es ist ein Nischenparfum. Es ist etwas gewagter als die anderen Kandidaten, die ich euch gezeigt habe, weil es eben spezieller ist. Aber es ist ein ganz, ganz tolles Parfum. Ich bekomme nahezu immer Komplimente, wenn ich dieses Parfum trage. Ich kann mir das super gut, vor allem so in der Bar vorstellen, wenn ihr da ein Date habt. Ihr werdet wahrgenommen, ihr werdet darauf angesprochen. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Parfum und vor allem eine ganz hohe Qualität. Der Drydown ist wirklich wundervoll bei diesem Parfum. Ne? So, das soll es gewesen sein. Also, wir haben hier einmal Enigma und Ganymede, die vielleicht etwas spezielleren Parfums mit einer etwas spezielleren Duft-DNA. Und hier haben wir die Kandidaten, die eine absolut sichere Bank sind. Ihr werdet definitiv ja, nicht negativ auffallen, ganz im Gegenteil. Ihr werdet sogar positiv auffallen, also ideal für ein Date, um ja essen zu gehen, spazieren zu gehen, in die Bar zu gehen, Clubbing auch möglich. Also ganz tolle Parfums. Das soll es gewesen sein. Wie gesagt, schaut gerne auf meinen Instagram-Kanal vorbei, Century_German. Lasst ein Abo da, ich freue mich immer darüber. Kommentiert auch fleißig, welches Parfum ihr vielleicht zum Date empfehlen würdet oder vielleicht seht ihr das ja auch anders bei einem meiner vorgestellten Parfums. Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Also wie gesagt, ich tausche mich gerne mit euch aus. Und ja, so verbleibe ich. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.